Konkret, Maxi? Ist im Livestream? Bitte? Ist im Livestream? Wirklich? Ja. Okay, ich schreibe mir das. Nicht mehr. Passt. Hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend hier im 49 im Lokal der Queerbar der Rose Linz. Ich freue mich wirklich, dass wir so viel Publikum haben, so viel Besuch haben, zu einem ganz besonderen Anlass wieder. Es hat ja schon eine gewisse Tradition, dass wir zum Welt-AIDS-Tag irgendwas gemeinsam mit der AIDS-Hilfe machen und so auch heuer wieder. Und es freut mich ganz besonders, dass heuer endlich wieder möglich ist, das auch in großen und würdigen und schönen Rahmen zu feiern und mit einem ganz besonderen Anlass, einer Weltpremiere vom ersten Buch von Michael. Und damit auch schon genug von meiner Seite. Ich darf allen einen wunderschönen Abend wünschen, gute Unterhaltung und darf jetzt das Wort übergeben. Okay. Vielen Dank. Mein Name ist Thomas Klaus, ich bin der Leiter von der AIDS-Hilfe Oberösterreich und ich bin wirklich extrem beeindruckt, also an welcher Interesse diese Veranstaltung hat. Zu Recht. Würde ich mal sagen und so. Und ich freue mich auch schon sehr auf die Lesung von Michael und möchte nur kurz den Präsidenten entschuldigen, der leider aus privaten Gründen hier nicht teilnehmen kann. Aber er wollte eigentlich teilnehmen und ich gebe das Wort einfach weiter und so. Und ich freue mich schon sehr und ich glaube, es wird wirklich ein interessanter Abend. Und an wen gebe ich jetzt weiter? An Dirk. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Christine Schmidhofer und ich bin die Verlegerin dieses wunderbaren Buches. Und genau, ich kann das bestätigen, es wird sicher ein wunderbarer Abend, weil das Buch einfach wunderbar ist. Kurz zur Entstehungsgeschichte des Buches. Michael und ich haben uns beim Buddy-Projekt kennengelernt. Wir sind beide ehrenamtliche Buddies bei der AIDS-Hilfe. Und naja, er hat mir dann erzählt, er überlegt, oder er hat schon begonnen, glaube ich, oder? Du hast schon begonnen. Er schreibt ein Buch und ja, ich bin Verlegerin. Eine wunderbare Kombination. Ja, und dann haben wir überlegt, ja, wann könnte denn das Buch erscheinen? Das war im Juli. Genau. Und dann haben wir gesagt, der beste Termin ist der 1. Dezember. Und dann ging es aber richtig los, weil das Buch war ja noch gar nicht fertig. Also er hat dann wirklich sehr zügig geschrieben, er hat mir dann immer so per WhatsApp, habe schon so viel 1000 Wörter, wieder nochmals 1000, bin schon ein Drittel fertig. Ja, und so war das wirklich zeitgerecht, wirklich perfektes Timing. Ist jetzt fertig und jetzt freue ich mich, dass alle jetzt auch etwas hören von diesem Buch. Ich kenne es ja schon. Und ich muss sagen, wirklich, ich bin sehr beeindruckt, dass ein 23-jähriger junger Mann wirklich so eine enorme Reife hat, wie man im Buch dann auch herauslesen kann, wie er die Welt sieht, wie er Problemen begegnet, wie er Probleme auch als Ansporn sieht, sie zu lösen. Also ohne jegliches Selbstmitleid, Jammerei oder irgendwas, was so destruktiv ist, sondern einfach locker, natürlich, positiv. Und das war das Stichwort. Ich übergebe jetzt dem Star des Abends das Wort. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Anlass am Welt-AIDS-Tag. Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Personen, die ich heute das erste Mal gesehen habe in meinem Leben. Das freut mich auch extrem.
Ja, ich bin schon sehr motiviert für diesen Abend. Das war jetzt die letzten Tage, letzten Wochen nur ein bisschen was an Arbeit, an Organisationsarbeit. Und ja, ich glaube aber, dass im Endeffekt unterm Strich was Gutes herausgekommen ist und dass wir heute den Abend gut gemeinsam genießen können. Und wir reden immer lang um einen heißen Brei herum. Ich erkläre nur kurz, wie der Ablauf jetzt so von der Lesung stattfindet. Nämlich, ich habe heute drei Blöcke vorbereitet, die ich euch gerne präsentieren möchte. Dazwischen gibt es immer dann eine musikalische Einspielung von Daniel. Genau, und nach der Lesung gibt es noch ein paar Fragen, die man der Erik stellen möchte. Und genau, dann geht es eigentlich dann schon mit dem Buchverkauf weiter und mit der Signierstunde. Und dann lassen wir den Abend nur gemeinsam gut ausklingen. Ja. So, ja, das Leben, eine Achterbahnfahrt vom Feinsten. Die einen sagen, das Leben ist lebensgefährlich, währenddessen die anderen mit dem Leben Hand in Hand einen Walzer tanzen. Warum? Weil sie genau wissen, aus welchem Blickwinkel sie das Leben betrachten müssen, sodass ihnen nicht auf die Füße getreten wird. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Geschichten erzählen. Und womöglich wird sich auch Ihr Blickwinkel so verändern, dass Sie das Leben als wundervollen und lehrreichen Partner ansehen. Also lernen Sie zu tanzen. Ja, das sind die einleitenden Worte von dieser Lesung. Und ja, man kennt es ja immer wieder, dass die Menschen ja oft Suderanten sind. Und vor allem in Österreich haben wir es ja, kennen wir das Tränzen und Sudern immer. Und ja, der Jungspund hier möchte ein paar Lehren erklären. So heißt auch der erste Block, der Jungspund und seine Lehren. So jung und denkt, er könnte die Welt mit seinen Weisheiten belehren. Komm in mein Alter, dann wirst du sehen, wie das wahre Leben funktioniert. Du bist doch viel zu naiv. Solche Sätze hört man im Laufe des Lebens nicht selten. Und immer wieder kommen solche Meldungen von Menschen, welche selbst unglaublich unreflektiert und abgehoben sind. Das nenne ich doch mal Ironie. Warum schauen wir gegenseitig eigentlich so oft auf uns herab? Viele wollen doch einfach nur dem Wunsch der Freiheit und der Akzeptanz nachgehen, welcher in jedem von uns schlummert. Man wird jedoch ständig mit seinen Mitmenschen, mit den oben genannten Sätzen beworfen, um diesen Wunsch schnell wieder zu vergessen. Ist es vielleicht der Neid? Der eigene Frust, den man an anderen auslassen möchte? Oder ist es doch die Angst, dass andere im Leben plötzlich erfolgreicher sein könnten als man selbst? Sollten wir einander nicht viel mehr unterstützen, sodass wir unsere Krisen, Ängste und Probleme gemeinsam bezwingen können? Ja, das sollten wir. Vor allem in Zeiten, in denen unser Umfeld immer wieder versucht, uns auseinanderzureißen. Wir Menschen besitzen Makel. Und als Gesellschaft etablieren wir schnell Traditionen, Normen und Sitten, welche oftmals zu einer unhaltbaren Diskriminierung, Ausgrenzung und Verachtung von Einzelnen oder Gruppen führen kann. Dies geht so weit, bis man irgendwann damit anfängt, sich selbst zu diskriminieren und sich letztendlich ausschließt. Und dann wird wieder weggesehen. Mit einer Fassade trottet man durch die Welt, obwohl sich der Rucksack den man mit sich trägt, fühlt und immer schwerer und schwerer wird. Lass dir nichts anmerken. Es schmerzt, aber das wird schon wieder, hört man zumindest von verschiedenen Seiten. Plötzlich aber klappen die Füße zusammen und man sinkt zu Boden. Der Rucksack ist zu schwer geworden. Man hat es einfach übersehen. Am Boden sitzend betrachtet man nun die Menschen rund um sich herum, die ihr Leben voller Stolz weiterleben und scheinbar ohne Probleme voranschreiten. Wie machen Sie das? Wie schaffen Sie es, dass Ihr Rucksack nicht so voll und schwer wird wie mein eigener? Denkt man sich verwundert. Der Versuch, wieder aufzustehen und so weiterzumachen wie bisher, scheitert jedes Mal kläglich. Die Zeit vergeht. Es scheint alles so ausweglos zu sein. Der Rucksack hält einem fest am Boden. Als wäre man festgebunden. Was soll man nur tun? Ist das das Ende? Wissen Sie,
Es ist diese eine kleine Feinheit, welche man ewig lange nicht erkennt, da man vom neidischen Blick auf andere Leben blind geworden ist. Die anderen haben es doch viel leichter. Nein, so ist es nicht. Sie haben nur andere Startbedingungen. Aber es ist jedes Mal ein anstrengender Prozess, eine Art Kampf mit sich selbst. Was wir im alltäglichen Leben sehen, sind lediglich die Fassaden und die Zerbrechlichkeit oder der Mut und die Standhaftigkeit der Menschen. Mit dieser Entwicklung geht es darum, den eigenen Mut in die Hand zu nehmen und für Veränderung zu sorgen. Sich bewusst zu verändern, aus Routinen auszubrechen und veraltete Denkweisen abzulegen, das ist die wahre Kunst. Die Realität ist nämlich, dass das Einzige, was den Rucksack an uns hält, seine zwei Gurte sind, die auf den eigenen Schultern sitzen. Einer der wichtigsten Entscheidungen im Leben, welche man dann für sich selbst treffen muss, wenn man einmal an so einem Punkt angelangt ist, ist: Werfe ich meinen Rucksack endlich ab und gehe weiter, oder bleibe ich hier an Ort und Stelle bei meinem Rucksack auf dem Boden sitzen? Diese Entscheidung kann uns von niemandem abgenommen werden. Sie liegt ganz allein bei uns. Ja, das war mal der erste Block von dieser Lesung. Ich hoffe, Sie haben schon mal einen guten Einblick bekommen, um was es in dem Buch circa geht. Und ja, jetzt gibt es einen kleinen musikalischen Übergang zum nächsten Block. So, sind wir beim zweiten Block angelangt. Das ist ein Thema, welche viele Menschen eigentlich ziemlich unterschätzen. Oftmals streuen wir unsere Gefühle, unser Verhalten so wahllos in der Gegend herum, ohne überhaupt mitzubekommen, was wir anderen Menschen antun oder was die anderen Menschen überhaupt über einen denken. Ich meine, grundsätzlich sollte man sowieso nichts von der Meinung von anderen halten, aber auch die Aktionen, die man macht, können einen wesentlichen Einfluss haben auf den Gemütszustand und auf die Gefühle von anderen Menschen. Und so heißt auch jetzt dieses Kapitel. Es hat ein bisschen einen abstrakten Namen, aber man wird dann schon sehen, was es genau bedeutet. Es bedeutet nämlich die Toxifizierung des Umfelds. Jeder Mensch hat eine eigene Ausstrahlung, eine Art Aura, welche unweigerlich sein gesamtes Umfeld beeinflusst. Stellen Sie es sich wie eine Blase rund um eine Person vor. Sobald Sie diese Blase betreten, hat der Besitzer dieser Blase Einfluss auf Sie. Egal, ob Sie nun versuchen, diese Person nicht zu beachten, Sie stehen bereits in Ihrem Einflussbereich und man kann spüren, dass die Präsenz der Person etwas mit einem macht. Ich spare Sie nicht lange auf die Folter. Worauf ich in diesem Abschnitt hinaus möchte und erkläre es Ihnen mit einfachen Worten. Unsere Einstellung hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Mitmenschen. Wir sind oft dafür verantwortlich, weshalb sich Menschen um uns herum geborgen und wunderbar oder deprimiert und abgeneigt fühlen.
Anhand unseres Auftretens zeigen wir anderen, ob wir glücklich sind oder nicht. Wenn wir eine mutige und selbstbewusste Person sehen oder spüren, dann reißt uns diese Kraft förmlich mit und schenkt uns selbst enorm viel Energie und Motivation. Einfach unglaublich, was man mit der menschlichen Ausstrahlung alles bewirken kann. Das Schlechte daran ist aber, dass dies in die andere Richtung ebenso möglich ist. Sehen oder fühlen wir eine Person, welche negative Laune und vielleicht sogar Hass von sich gibt, so werden viele von dieser Einstellung ebenso mitgerissen. Als Beispiel könnte man hier eine Situation in einer Straßenbahn oder einem Zug hernehmen. Eventuell ist Ihnen schon einmal eine unangenehme Person in diesen öffentlichen Verkehrsmitteln untergekommen, welche ein aggressives Verhalten aufwies. Wie haben Sie sich in dieser Situation gefühlt? Womöglich nicht allzu glücklich, oder? Sie haben wahrscheinlich eine böse Miene aufgesetzt und diese Person verachtet. Ein klassisches Beispiel, wie schnell die Präsenz einer negativen Person unsere eigene Laune zerstören kann. Es ist klar, dass man in solch einer Situation vielleicht nicht einfach zu lachen anfangen kann oder sollte. Aber auf was ich hinaus möchte, ist, dass wir uns darüber bewusst werden sollten, wie wir vielleicht sogar unbewusst die Gefühle und Stimmung anderer Menschen mit unserem Verhalten beeinflussen. Mit unserer schlechten Laune können wir eine Art Virus verbreiten und später wundert man sich oft selbst, wieso plötzlich der Großteil der Mitmenschen auf einem abweisend reagiert. Man spricht hierbei von einer Toxifizierung des Umfelds. Ein schreckliches Phänomen, welches lange unter den Menschen anhalten kann und eventuell sogar langfristig die Laune mancher Personen verändern kann. Was also tun, um solch einer Negativität entgegenzuwirken? Schlussendlich wünscht sich doch jeder Mensch, glücklich zu sein. Und glauben Sie mir, die Ausstrahlung eines einzelnen Menschen trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass wir als Gesellschaft unser Glück finden können. Und jetzt, ich habe in meinem Buch da drei solche Kategorien definiert, nämlich Übung, Gedanken und Wissen. Und in diesem Abschnitt, in der Toxifizierung des Umfelds, habe ich auch eine kleine Übung mit eingebaut. Und diese heißt Lächle doch. Wenn doch jeder von uns mit einer positiven Haltung durch das Leben ziehen würde, dann würde dies viele andere automatisch mitreißen und bewirken, dass sich eine glückliche Einstellung in der breiten Bevölkerung integriert. Klar ist dies nur ein Wunschdenken meinerseits, aber man darf doch hin und wieder träumen. Wir schämen uns dafür, das eigene Glück in der Öffentlichkeit zu zeigen. Beobachten Sie einfach einmal die Menschen, die sich draußen auf den Straßen in Städten bewegen. Die meisten haben immer denselben Blick im Gesicht, nämlich ohne Emotionen und sind nur auf die eigenen Ziele fokussiert. Man blendet alles um sich herum aus, schaltet total ab und denkt, ich kenne niemanden, also brauche ich auch niemanden zu beachten. In uns steckt so viel Potenzial und wir haben sogar die Möglichkeit, mit kleinen Gesten Großes zu bewirken, nämlich fremden Personen ein Lächeln zu schenken. Es ist so simpel und kostet nichts. Leider ist es für viele aber schon eine enorme Qual. Der schönste Moment ist es, jemanden mit einem authentischen Lächeln in die Augen zu blicken und seinem Gegenüber damit ebenso ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Versuchen Sie, Ihre guten Emotionen zuzulassen und zeigen Sie diese der Welt. Wenn Sie einmal merken, was allein Ihr Lächeln in dieser Welt alles bewirken kann, dann werden Sie auch verstehen, was andere positive Gesten für einen unglaublichen Einfluss auf ihr Umfeld haben können. So, und sind wir dann bald schon beim letzten Block angelangt und ich bitte wieder um ein bisschen Musik.
So, und jetzt haben wir den letzten Block, nämlich auch mit einem Thema, das auch um uns herum sehr präsent ist. Also es gibt viele verschiedene Menschen, die, also wir haben als Menschen ja grundsätzlich unterschiedliche Ansichten zum Leben. Die einen glauben an Schicksal, die anderen an Karma und andere gibt es wieder, die sagen, es ist alles komplett irrelevant, das passiert einfach so und ist halt so. Ja, aber ich vertrete halt das Prinzip des Karmas und zu dem habe ich halt auch ein kleines Kapitel geschrieben, was nämlich auch dazu führt, wenn man an das Karma glaubt, dass man mehr an dem Glück für an sich selbst und an andere arbeitet und sich öfters vielleicht in andere Menschen einversetzen sollte. Das letzte Kapitel heißt: Gutes tun macht glücklich. Glauben Sie eigentlich an Karma? Für viele ist dieses Thema etwas, was sie ohne mit der Wimpern zu zucken belächeln, und für andere ist es wiederum eine eigene Weltanschauung. Die Begründungen beider Seiten sind oft sehr interessant. Und wenn man diese einmal gehört hat, betrachtet man meist die Befürworter als Optimisten und die dem Abgeneigten als Pessimisten. So einfach ist es aber dann doch nicht. Einige, die dem Schema des Karmas folgen, werden oft enttäuscht und sind dadurch frustriert, weil sie sich Dinge von dieser Welt erwarten, die absolut unrealistisch sind. Es gilt, so wie bei allem, einen gewissen Ausgleich, eine Art Mitte zu finden und anschließend damit zu harmonieren. Karma ist in meiner Vorstellung ein Begleiter, wie ein kleiner Vogel, der uns auf unserem Lebensweg überall mithin begleitet. Wenn wir gut genug auf ihn Acht geben, ihn pflegen und füttern, dann bringt er uns vielleicht eines Tages aus Dankbarkeit einen kleinen Schatz vorbei oder zwitschert uns ein schönes Lied. Kümmern wir uns nicht um das kleine Vöglein und behandeln es schlecht, so wird es mit Sicherheit wegfliegen und uns als Geschenk ein kleines Häufchen da lassen. Es gibt viele verschiedene Metaphern, wie Menschen für sich das Prinzip des Karmas definieren. Und das ist auch gut so. Im Prinzip geht es darum, dass alles, was man dieser Welt gibt, diese Welt es einem auf irgendeine Art und Weise wieder zurückgibt. Wenn wir dieser Welt also nur Hass und Schmerz zufügen, dann widerfahren wir früher oder später auf verschiedene Wege ebenfalls Hass und Schmerz. Das Prinzip funktioniert selbstverständlich auch in die andere Richtung. Wenn wir uns bemühen, immer Gutes zu tun und für unsere Mitmenschen und die gesamte Welt da zu sein, dann werden wir im Umkehrschluss Dankbarkeit und Glück erfahren. Nun kann sich jeder aussuchen, was er lieber von der Welt erhalten möchte. Und glauben Sie mir, diese Welt kann einerseits tückisch und grausam, aber ebenso wunderschön und harmonisch sein. Menschen denken oft, dass sie mit ihrem Handeln in vielen Fällen für keine Veränderung sorgen können. Und dies nimmt ihnen den Mut bzw. die Motivation, bedingungslos Gutes zu leisten. Doch dies ist ein gewaltiger Irrtum. Als einzelne Personen können sie so unglaublich viel auf dieser Welt bewegen. Mit ihrer positiven Einstellung können sie ebenso das Positive aus anderen Menschen herausholen. Menschen, die es schwer im Leben haben, können Halt an ihnen finden und sie schenken ihnen Motivation und Lebensfreude. Sicherlich haben sie auch irgendwelche Vorbilder oder eventuell sogar einen Song, der ihnen in schwierigen Zeiten zur Seite steht. Meistens sucht man sich irgendwelche Anker im Leben, wobei man feste Überzeugung ist, dass diese nur Gutes für einen wollen. Viele berühmte Persönlichkeiten, aber auch andere Personen haben ihr Leben dem Guten verschrieben und wollen stets für die Welt da sein. Sie wissen, dass man mit Wertschätzung, Güte und Rücksicht eine wundervolle Gemeinschaft langfristig am Leben erhalten kann. Auch Sängerinnen und Sänger wollen meist mit ihrer Musik die Leute bewegen, Nachrichten und Weisheiten überbringen und ihnen Harmonie ins Leben zaubern, welche ihre Seele besänftigt. Genau zu diesen Menschen sehen viele auf und möchten auch einmal diese Ebene der Glückseligkeit erreichen. Wie so oft kann man auch bei diesem Wunsch sehr übermütigt werden und es mit dem Glück eventuell ein bisschen zu gut meinen. Man sollte erst einmal bei sich selbst anfangen, bevor man für andere da sein möchte. Der Grund hierfür ist recht leicht. Wenn man mit sich nicht im Reinen ist, so ist es nichts als irritierend für einen selbst und diese Haltung kann manchmal auch anderen Schaden zufügen. Es ist wichtig, wie bereits erwähnt, sein eigenes Ich kennenzulernen, bis man es als Freund bezeichnen kann. Gehen Sie also in sich, und wenn Sie eine Unsicherheit verspüren, dann setzen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Ich auf die Couch und sprechen Sie darüber, sodass Sie damit Frieden schließen können.
Danke sehr. Starten wir gleich los, ja? Lieber Michi, danke für diese tollen Worte. Also die Worte haben selbst mich sehr reflexiv gemacht, weil es viele Dinge sind, über die sich eigentlich jeder Gedanken machen sollte. Und vielen Dank dafür. Ich möchte sagen, als du mir im Sommer erzählt hast, dass du ein Buch schreibst, habe ich mir gedacht, das ist aber jetzt nicht wahr. Weil ihr müsst alle wissen, der Michi engagiert sich seit vielen Jahren, also seit Beginn deiner Infektion eigentlich oder seit Beginn deines Videos, extrem für die Aids-Hilfe und für Menschen mit HIV, ob das jetzt die positiven Gesichter sind bei positiv arbeiten, positive Buddies, wo wir eh noch drüber reden werden. Und dann sagt er, schreibt noch ein Buch, da gib mir was von dieser Energie. Aber ich habe mir dann auch gleich gedacht, der Michi schafft es. Ich war überzeugt, weil innerhalb von wenigen Monaten ein Buch zu schreiben, ich meine, Respekt. Und ich glaube, dafür hat er schon mal einen Riesenapplaus verdient, weil... Vielen lieben Dank, Erik. Was ich jetzt von dir mal wissen möchte, ich kenne jetzt schon die Geschichte mit den positiven Buddies, Christine und so weiter, aber was hat dich wirklich so, oder was war der Zeitpunkt, was hat dich motiviert, dass du trotz deiner Arbeit, deines wirklich immensen Engagements in deiner Freizeit auch noch anfängst, ein Buch zu schreiben? Ja, ich glaube, der Grund dafür ist, der Grund, den jeder Autor hat, wenn er ein Buch schreiben möchte, nämlich jeder hat was zu erzählen, irgendwelche Geschichten, die einem am Herzen liegen, und ich habe das halt auch gehabt und ich habe generell schon, seitdem ich eigentlich in meiner Jugend war, also da habe ich immer so diesen Drang verspürt, so auch meine Worte, meine Gefühle und meine Gedanken eben auf Papier zu bringen, aber ich war mir früher halt oftmals so unsicher, so kann ich das überhaupt, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu groß für mich und passe ich da überhaupt ein in die Welt? Und durch das, dass ich halt jetzt, wie am 18. Februar 2020 das Video veröffentlicht habe und dann eben an die Öffentlichkeit gegangen bin mit meiner Infektion, habe ich halt eben auch viel eben Schreibarbeit geleistet für diverse Medien und halt eben Artikel verfasst und so. Und da bin ich halt dann auch drauf gekommen, hey, eigentlich liegt mir das Schreiben, eigentlich mag ich das auch voll und es macht mir auch Spaß. Und eines Tages bin ich halt dann eben im Bus gesessen und haben wir dann so gedacht, so, jetzt packst du es einfach mal an. Da sind mir so viele Gedanken geschossen, sind mir die ganzen Geschichten im Kopf gekommen und dann hat sich irgendwie so ein Bild geformt. Und dann habe ich einfach mal so diese Notiz-App herausgenommen und habe die ganzen Geschichten so aufgeschrieben, weil ich mir halt einfach mal anschauen wollte, hey, habe ich überhaupt genug zu erzählen, dass das überhaupt passt für ein Buch? Und wie dann fertig war, habe ich gesehen, ja, es reicht vollkommen. Und dann habe ich mich daheim am selben Tag hingesetzt und habe begonnen zu schreiben. Dann ist eh alles relativ schnell gegangen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt beim Schreiben. Und eben, wie Christine schon erzählt hat, dann haben wir unser kleines Gespräch gehabt. Und das hat mir dann halt auch noch, also das Setzen von einer Deadline, hat mir halt dann nur mehr Motivation gegeben und mehr und auch diesen, wie soll ich sagen, auch angenehmen Druck, dass ich halt immer dabei bleibe und eben schreibe und schreibe. Und letztendlich ist halt das Buch da vor mir vollendet worden. Super, unglaublich, wirklich vollen Respekt. Du hast jetzt gerade gesagt, beim Schreiben war es so, dass du viel Spaß und Freude erlebt hast und du hast ja auch schon im Vorfeld Gedanken über das Schreiben gemacht. Aber ist da nicht zum Thema HIV jetzt, sind da nicht auch irgendwie Gefühle, Gedanken hochgekommen? Ich meine, es war ja zum Beispiel ein langer Weg, ist auch ein Teil des Buches, bis du jetzt endgültig erfahren hast, die Diagnose, dass du HIV-positiv bist. Als du das geschrieben hast oder dir Gedanken darüber gemacht hast, hast du das irgendwie nochmal durchlebt emotional und war das dann in Richtung, gut, dass ich es nochmal durchlebt habe, in Richtung Verarbeitung oder nochmaliger Verarbeitung? Ja, also durch das auf Papier bringen, habe ich natürlich die ganzen Geschichten nochmal im Kopf Revue passieren lassen dürfen. Und das war wirklich sehr, sehr interessant. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie in Tränen wieder ausbrochen bin oder irgendwas irgendwie das deprimiert hat oder so, sondern es war irgendwie einfach komplett interessant für mich, so wie bin ich damals mit den Situationen umgegangen und
zu was hat das dann geführt und wo stehe ich jetzt? Also das war, ich habe nochmal wirklich diese Entwicklung betrachten dürfen, was sie jetzt über die Zeit getan hat, und das war halt nochmal irrsinnig schön. Und dann habe ich auch da sehr viel Dankbarkeit verspürt, dass ich halt auch diese ganzen Situationen erleben haben dürfen in meinem Leben. Also ich erzähle ja nicht nur von meiner HIV-Infektion, sondern ich erzähle ja auch von Geschichten aus meiner Kindheit, die mich halt seither geprägt haben und jetzt eben dazu geführt haben, dass ich einen Charakter wie den heutigen habe. Genau. Ich freue mich schon aufs Buch. Ich habe es ja noch nicht ganz gelesen. Eine super Weihnachtslektüre, weil... Was ich mir jetzt so wirklich denke, ist, das Buch ist ja wirklich durchwegs positiv, und du hast jetzt auch gesagt, im Prinzip, du hast dir deine Entwicklung über die letzten 3 Jahre angeschaut und hast alles im Prinzip integriert und akzeptiert, und es war alles wichtig, jeder Schritt, dass du da bist, wo du jetzt bist, und es ist super, wo du jetzt bist und wie du bist. Also so gesehen ein wirklich positives Buch. Daher bin ich super Weihnachtslektüre und schon drauf gespannt, wirklich. Freut mich. Was wir heute auch gehört haben, was mich auch persönlich freut, während Corona habe ich ja das Projekt Positive Buddies, oder haben wir von der EZ-Hilfe für das Projekt Positive Buddies ins Leben gerufen, und so habt ihr zwei euch ja kennengelernt, Verlegerin und Autor. Positive Buddies ist übrigens ein Projekt, wo ehrenamtliche Menschen mit HIV für Personen, die relativ jüngst erst von ihrer HIV-Infektion erfahren haben, zur Seite stehen, diese begleiten. Das kann per Mail sein, es kann telefonisch sein oder auch persönlich. Du hast eh schon einige Erfahrungen mit dem Projekt. Super, und nochmal großes Dankeschön, dass ihr da dabei seid und euch ehrenamtlich engagiert. Und hier jetzt auch meine Frage, du bist, wie gesagt, was würdest du Menschen, die jetzt vor kurzem erfahren haben, dass sie HIV-positiv sind, so mit auf den Weg geben, oder was würdest du ihnen empfehlen, welche Schritte wären da jetzt sinnvoll, dass sie machen? Ja, im Prinzip, was ich immer anpreise, ist das Reden über die Infektion oder über die Diagnose per se, ist immer das A und O, dass man nicht in irgendein Loch hineinfällt und aus dem halt nicht mehr herauskommt. Und es muss sagen, sei es jetzt nicht mit einem Arzt oder mit einem Berater von der EZ-Hilfe oder irgendwelchen Hilfsorganisationen. Bei manchen Menschen, die diese Diagnose erhalten haben, funktioniert das schon gut. Ja, aber andere wünschen sich halt auch andere Blickwinkel und Perspektiven. Und das können eben nur die Positive Buddies halt zum Beispiel schenken, also andere Betroffene, die halt wirklich auch diese Ausstrahlung vermitteln, so hey, diese Diagnose ist nicht das Ende. Es geht weiter, und das kann dir eigentlich nur stärker machen, wenn du zu dem stehst, was du hast. Und genau, also das wäre sowieso immer das Erste, dass man halt eben mit anderen redet, sich Perspektiven holt, die selbst davon betroffen sind und eben schon durch diese schweren Zeiten durchgegangen sind und sie erfolgreich gemeistert haben. Und danach muss man halt auch viel reflektieren und sich mit der Infektion auseinandersetzen und einmal wirklich lernen, damit umzugehen. Was heißt es jetzt? Wie verändert sich mein Alltag? Damit man halt es einfach auch akzeptieren kann, dass es jetzt nun mal ein Teil vom eigenen Leben ist. Und dann kann man halt viel leichter diesen Schicksalsschlag wieder verarbeiten und blüht halt dementsprechend dann halt auf, bis dass man halt auch eventuell zu dem Punkt kommt, im besten Fall, wo man halt dann auch zu dem steht, auch wirklich öffentlich zu dem stellt, so wie die Buddies halt oder andere Menschen, die sich engagieren und gegen Diskriminierung halt ankämpfen. Und das ist halt eigentlich das Wichtigste, dass wir halt auch gemeinsam dann irgendwann auftreten alle und dieser Infektion eben ein Gesicht geben. Genau. Möchte ich schon mal sagen, ich arbeite schon lange in der EZ-Hilfe, da gehört wirklich trotzdem viel Mut, viel Energie, viel Selbstreflexion dazu, was man jetzt nicht unbedingt von jedem erwarten kann, vor allem nicht in dieser Geschwindigkeit von dir, wie du das gemeistert hast. Unterm Strich gebe ich da vollkommen recht. Also deshalb bin ich auch extrem froh, happy, dass es dich gibt, Christine gibt, Menschen, die einfach dem Thema HIV ein Gesicht geben. Weil sonst bleibt es so abstrus und schwammig, wenn man Workshops macht oder was, dann erzählst du ein HIV und keiner kennt wen und denkt sich, ja, okay, nicht greifbar, Virus ist nicht greifbar, das hat man jetzt eh bei Corona mitgekriegt. Da ist es umso wichtiger, dass es solche Menschen wie dich gibt, die aber auch anderen Menschen mit HIV vollen Mut machen. Und das geht es dir ja, glaube ich, auch. Deshalb engagierst du dich auch schon so lange dafür. Ja, da habe ich halt eher ein nettes Zitat von einer Freundin gehört, von der Wien Kruz.
von der Wildrut, nämlich so, warum sprechen eigentlich die Unternehmen oder beziehungsweise Ärzte immer nur miteinander über HIV und nicht mit Betroffenen von HIV, also die betroffen sind von HIV. Das ist eigentlich wirklich das, das, was halt oft ein bisschen untergeht und wo man halt dann, als wenn man sich das jetzt ansieht oder anhört, dann halt auch nicht irgendwie so abgeholt wird. Also die Menschen wollen ja definitiv auch die Menschen dahinter sehen, die davon betroffen sind. Und genau, über sie zu reden, hilft nichts oder hilft, sagen wir so, wenig, das in der breiten Gesellschaft einmal für Akzeptanz zu sorgen. Genau. Ja, kann ich dir hundertprozentig unterschreiben. Ganz kurzer Ausflug, wir machen ja immer diesen oberösterreichischen AIDS-Tag. Da bieten wir für Krankenpflegeschülerinnen einfach eine Infoveranstaltung zum Thema HIV an. Das Highlight sind immer die betroffenen Gespräche. Das sind eben Menschen mit HIV, die dann ins Gespräch Fragen stellen können und das auch bei den Feedbacks, das Highlight schlichthin, also bestätigt genau das, was du gesagt hast. Aber zu meiner abschließenden Frage haben wir jetzt eh schon eine gute Überleitung. Du hast ja vor 2 Jahren eben diese Videobotschaft, wo du dich eben als Mensch mit HIV geoutet hast, die ja viel beachtet war. In weiterer Folge bist du ja auch sehr viel in Printmedien, brauchen wir jetzt gar nicht schauen, ich meine, jetzt ist Welt-AIDS-Tag. Die Printmedien sind voll mit Michael. Unglaublich. Warst aber auch schon im Fernsehen des Öfteren. Meine Frage an dich, nachdem du eher ein super positiver Mensch bist, wie war das Feedback? Ich meine, da gehört wirklich Mut dazu. Also, weil das ist jetzt nicht nur so im kleineren Kreis, sondern es ist österreichweit. Man kann sagen, europaweit, wenn man möchte. Wie hat es da irgendwie die Rückmeldungen gegeben? Also wie war deine Erfahrung mit diesem Outing und dem Weg bis dahin, wo du jetzt bist? Ja, also das Outing, ich glaube, das ist halt eigentlich wirklich, wie soll man sagen, ein Bilderbuch-Outing eigentlich, weil ich habe es sicher weit schöner gehabt als so manche andere Person, die diesen Schritt gewagt hat oder wo irgendwer Wind mitbekommen hat. Für das bin ich halt auch schon mega dankbar. Also wie ich das Video gepostet habe, ist eigentlich wirklich nur ein positives Feedback zurückgekommen. Also wirklich zu 99,9%. Und die 1% oder die 0,1%, die dabei waren, die wollten halt einfach nur irgendwie ein bisschen meckern oder halt diese Geste oder dieses Video in ein schlechtes Licht drücken. Aber die gibt es, glaube ich, überall auf Social Media. Und ja, über die Jahre hat es dann eh von allen Seiten halt verschiedenes Feedback gegeben. Und im Prinzip, ja, also wenn man wirklich mit einer dazu steht, was man hat und wer man ist und das auch wirklich mutig macht, dann lässt man den Menschen halt einfach auch keine Angriffsfläche. Also dann, ich glaube, von dieser mutigen Haltung werden halt diese Angreifer halt auch eingeschüchtert und schaffen es ja sowieso nicht einmal irgendwie, irgendwie was herauszupicken, damit man die Person irgendwie diffamieren kann oder halt eben diskriminieren kann. Und genau, aber dass man halt eben das halt irgendwie umsetzen kann, da muss man natürlich auch einigermaßen selbst reflektieren und es geht halt nicht bei jedem und das ist auch, muss man auch halt auch akzeptieren, dass nicht jeder, wie im Buch schon erwähnt worden ist, dass nicht jeder dieselben Startbedingungen hat. Und in meinem Fall habe ich halt sehr gute Startbedingungen gehabt. Ich habe ein sehr tolerantes Umfeld und bin auch dem entsprechend sehr, 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 sehr dankbar. Also wenn man sowas hat, dann sollte man auf jeden Fall die Dankbarkeit immer wieder aussprechen und auch zeigen. Und genau, also das war vielen Dank, Michael. Super. Vielen Dank an alle, die da sind und mich unterstützen. Heißt auch irgendwie so, Angst ist oft kein guter Ratgeber in dem Sinn, sondern Mut und Selbstwertgefühl und die Leute, wie du gesagt hast, angreife jetzt unter Anführungszeichen zu mit Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein überraschen. Super. So, jetzt bin ich eigentlich auch schon am Ende mit den Fragen. Wünsche euch allen noch einen weiteren feinen Abend. Es gibt jetzt nur eine Signierstunde. Wie gesagt, super Weihnachtsgeschenk, super Weihnachtslektüre, weil durchwegs positiv, positiv. Wünsche euch allen eine schöne Adventzeit und einen schönen Abend und nochmal einen großen Applaus für den Michael und danke für dich, Michael. Danke sehr, danke. Und bevor wir jetzt übergehen, ich habe nur eine Kleinigkeit an alle Beteiligten. So. Die habe ich hier.
Christine. Die möchte dir auf jeden Fall auch noch ein herzliches Dankeschön aussprechen, dass du mich auf diesem Weg begleitet hast und mich immer unterstützt hast und motiviert hast, vor allem immer am Ball zu bleiben. Echt tolle Arbeit. Finde ich einfach super, dass wir dieses Projekt vollendet haben und etwas Nachhaltiges für die Welt geschaffen haben. Vielen, vielen Dank. Ja, lieber Michael, das kann ich nur zurückgeben. Genau wie du gesagt hast, man muss einfach dazu stehen, wer man ist, was man ist. Und ich denke, nur so kann man wirklich die Welt ein bisschen verändern. Also man kann eh nicht die ganze Welt retten, aber unser Umfeld können wir beeinflussen. Und ich habe damals 2006 ein Buch geschrieben, erschienen ist es, Die drei Leben der Nina Katz, da habe ich mich voll geoutet. Und ja, es war nur ein bisschen eine andere Zeit, aber mir ist genauso gegangen. Also es waren keine negativen Reaktionen, sondern es war einfach wirklich positiv. So. Bitte gerne. Ich habe da hier eine kleine Schoki, ein kleines Weihnachtsgeschenk besorgt. Ja, als nächstes die liebe AIDS-Hilfe. Vielen, vielen Dank an alle. Ohne euch wäre es auch nicht gegangen. Also Erik, Vermittler, Klaus, Inga, einfach super, vielen, vielen Dank. Ich habe euch da ein bisschen ein Schoki besorgt. Die könnt ihr euch gerne teilen. Ich gebe dir das gleich einmal. Also das obere, genau. Das wird auch noch gierig. Bitte gerne, gerne. Und zu guter Letzt die Hosi. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir halt und uns allen da heute diese Bühne gegeben habt. Einfach ein Wahnsinn. Also danke für die Unterstützung. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich bin wirklich happy. Vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir die Arbeit der AIDS-Hilfe unterstützen können mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und Klaus, ich darf jetzt dich kurz noch zu mir bitten. Das fällt jetzt wieder unter kleines Ding, aber es zählen die inneren Werte. Ein kleines symbolisches Dankeschön für eure wichtige Arbeit, auch für die LGBTQ+-Community. Es ist nach wie vor nicht selbstverständlich, was ihr macht, und es ist, glaube ich, nach wie vor eine ganz wichtige Arbeit, und wir freuen uns, dass wir da jetzt schon so lange so gut zusammenarbeiten können und das hoffentlich auch in den nächsten Jahren noch so erfolgreich fortsetzen können. Danke. Danke. Passieren wird und so, vielleicht kann man ein Foto machen, wenn die Kollegen von der EZF kommen. Danke jedenfalls und so, und ich hoffe, dass das wirklich noch viele Jahre weiter so gehen wird und so. Das wird es bestimmt. Genau. Michi aber auch, ohne mich wird man anders. Okay. Michi, kannst du? Ja. Kann